Hallihallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Biggie. Ja, und heute bin ich unterwegs mit Kreativtrio. Ja, das ist ja die Gruppe von der lieben Vivo und Nadine und mir. Und wir haben uns für diesen Monat das Thema Formen ausgesucht. Ja, ich habe lange hin und her überlegt, was ich denn jetzt mal machen könnte unter dem Thema Formen. Und dann habe ich einfach mal nach diesen Rocket Cards gesucht im Netz und bin dann auf ein Tutorial von Liebesfuchs gestoßen. Das werde ich euch auch in der Infobox noch verlinken. Natürlich solltet ihr auch bei der lieben Birgit von Vivo Deko Welt und Nadine von Nadine Kreativreich vorbeischauen. Aber, ich wollte meine Rocker Card machen und ich habe dann eben diese schöne Rocker Card gemacht, weil ich hatte mir dieses Einhorn koloriert und auch dieses Wölkchen, da ist es Nouveau Schimmer, nicht Schimmer, ach wie heißt das, ihr wisst, dieses Glitzer in dem Wink of Stella, so, meine Güte, manchmal hat man auch so Wortfindungsstörungen. Ja, und was soll ich euch sagen, das Video ist irgendwo mittendrin ausgestiegen und jetzt hatte ich keine Karte. Oder, ich muss es neu machen. Ist gut, ihr zwei Süßen, ist keiner hier. So, damit es jetzt etwas schneller ging, eben habe ich alles von Hand noch mit euch gemacht. Dazu hatte ich jetzt dann echt keine Lust, nochmal von Null anzufangen. Und habe mir dann hier schon mal was vorbereitet. Ich werde jetzt erstmal den Cardstock so ein bisschen rund formen, weil den größten, ihr braucht dazu drei Kreise, drei verschiedenen Größen. Und den größten Kreis, den müsst ihr in der Mitte falten. Und das macht ihr einfach so am besten Pi mal Daumen. Packt euch das hier so hin und packt das dann zusammen. Weil, wie es anders gehen soll, habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden. Keine Ahnung. Aber ich denke, das ist die einfachste Methode. Ja, dann müsst ihr das noch einmal zusammen schön feste falzen. Dann nehmt ihr den nächstgrößeren Ring. Den müsst ihr jetzt darauf kleben. Und dann auch darauf achten, dass ihr dann natürlich... will ich es euch gerade erzählen und schmeiß hier groß die Ringe. Also genau darum geht es nämlich. Den unteren Teil könnt ihr euch schon mal so ein bisschen eincremen. Ach, eincremen. Ich habe mir gerade die Hände gecremt, weil ich immer mit meiner Allergie noch zu kämpfen habe. Einstreichen. Und hier müsst ihr halt drauf aufpassen, dass ihr halt den Ring hier noch frei lasst. Und es darf ja auch nicht weiter als bis zu der Hälfte geklebt werden. Deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen früher aufgehört. Das kleben wir jetzt hier drauf und gucken, dass wir so in etwa den gleichen Abstand rundherum haben. Ja, und wenn man das hochknappt, beim zweiten Mal klappt es echt besser, muss ich feststellen. So. Das könnt ihr dann nochmal eben festdrücken. Ja, dann nehmt ihr den dritten Kreis. Das ist also wirklich kein Hexenwerk, so eine Karte. So eine Karte ist echt schnell gemacht. Den könnt ihr komplett eincremen. Mit Kleber bestreichen. So, hier wird nichts eingecremt. Nicht mehr, auf jeden Fall jetzt im Moment nicht. Ja, ich bin also wirklich den ganzen Tag am Kleben, weil ihr seht, meine Hände gehen total auf. Hier ist irgendwie schwarzer Edding dran gekommen. Das kriege ich noch nicht mal runtergescheuert, weil das alles so weh tut. Aber so. Ich kann nichts dran machen. Das ist halt eine allergische Reaktion und im Sommer habe ich das schon mal öfters. So, das ist jetzt schon mal das Grundgerüst dieser Rockercard. Wie ihr seht, die hüpft schön vor sich hin. Dann habe ich lange überlegt, was mache ich da jetzt drauf und habe dann schon mal hier so ein kleines Blumenbouquet mir zusammengebastelt.
Und wo ist mein Spruch hin? Keiner verlässt den Saal. Ich hatte doch eben noch einen Spruch. Okay, hier ist er. Man sollte ihn auch nicht wegschmeißen. Ich habe die Stanzen vom Action genommen. Habe das dreimal ausgestanzt und übereinander geklebt, damit da so eine gewisse Dimension reinkommt. Und erst wollte ich die Blümchen unten machen und habe dann aber mir überlegt, ich mache die Blümchen nach oben, dass sie halt rausschauen. Und jetzt muss man halt gucken, dass man die Balance behält. Wobei ich mir gerade so vorstelle, dass das hier eigentlich gar nicht so einfach sein wird, da der Spruch an der Seite ja eigentlich schwerer ist als an hier der Seite. Aber wir versuchen das einfach mal. Also, Big Thanks fand ich einfach total schön. Und dieses vorgeklebte Arrangement von Blüten, Blättern und habt ihr nicht gesehen. Alles Sachen aus dem Action, die ich irgendwann mal gekauft habe. So. Das packe ich jetzt noch hier oben drüber. Und damit habt ihr eigentlich eine sehr, sehr schöne Dankeskarte. Ja, jetzt wollte ich hoffen, dass das schon hält. Ja, tut's anscheinend. Und ja, wow, sie funktioniert. Ich hatte echt Schwierigkeiten. Ich habe echt gedacht, boah, mit diesem großen, schweren Teil, vielleicht kriege ich das nicht gebacken, dass sich das dann halt schön schaukelt. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Ja, und jetzt tun wir für die Optik noch ein paar Glitzis drauf. Weil Glitzis gehen immer. Also finde ich auf jeden Fall. Und die verteilen wir jetzt einfach so ein bisschen querfeld ein. Also das sind momentan so meine Lieblinge. Die sind von Papermania. Das sind die 2 mm Glitzersteine. Und ich finde die unheimlich cool. Früher konnten meine Glitzis nicht groß genug sein. Heute können sie nicht klein genug sein. Also wie sich doch ein Geschmack so im Laufe der Zeit verändert. Ja. Na, komm her. Der will jetzt da nicht hin. Doch. So, ich drücke die dann immer mit der anderen Seite noch einmal fest drauf. Ja, das wäre es jetzt auch schon. So ist meine Karte fertig. Wie ihr seht, sie wackelt ganz schön. Und sie behält auch das Gleichgewicht. Also von daher bin ich da sehr, sehr froh drüber. Ich hoffe, meine runde Rocker-Cards gefallen euch. Ja, ich habe jetzt gleich zweimal grün genommen, weil ich die Farbkombination jetzt sowieso schon rausgekramt hatte. Das sollte meine eigentliche werden. Das ist jetzt die aktuelle. Ja, wie gesagt, ich hoffe, sie gefallen euch. Schaut auch bei den anderen beiden vorbei. Ich weiß nicht, was die zum Thema Formen diesmal gemacht haben. Ich bin selber sehr gespannt auf unsere Beiträge. Ja, und wer keins meiner Videos mehr verpassen möchte, klickt bitte auf das Glöckchen und abonniert meinen Kanal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.